Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen 61. Lesung des wundervollen Buches aus dem Jahre 1850 oder den 1850er Jahren von James Edgar Wiley, das wir in Deutsch mit dem kurzen Titel benennen wollen: Das Doppelgesicht des Papsttums. 60 Lesungen haben wir bereits hinter uns gebracht. Wir sind jetzt im ersten Kapitel des fünften Buches, des letzten abschließenden Buches dieses Werkes. Eine sehr interessante Sache, weil wir über den Zustand und die Aussichten des Papsttums sprechen. Und wir haben bereits letztes Mal gemerkt, dass man sehr viel aus dem, was im 19. Jahrhundert hier geschrieben wurde, zupassen kann auf die Zeit, in der wir heute leben, ungefähr 170 Jahre später. Und das werden wir sicherlich auch heute bemerken. Ich fange gleich an mit noch mal einer kleinen Wiederholung, nämlich des letzten Absatzes davor, um ein bisschen wieder reinzukommen und uns richtig einlesen zu können. Und da ich da mit einer Wiederholung beginne, werde ich heute auch mal eine Wiederholung eines Liedes spielen, das wir schon mal gehört haben, vor langer, langer Zeit. Alexander hat leider keine neue Datei schicken können, aber ich habe mir dann die Freiheit genommen, eines aus dem Archiv rauszuholen und habe ein wunderbares Video gefunden mit dem Namen Alexander, wo ist solch ein Gott? Und das hören wir uns dann jetzt an zur Einstimmung in die Lesung heute Abend. Ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Wo ist solch ein Gott, so wie du? La 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 la. Wo ist doch ein Gott? La 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 la. Wo ist doch ein Gott? Denn Jahwe ist barmherzig und er ist von großer Kraft, vor dem jeder Mensch schuldig. Jahwe wird sich unseres wiederbarmen, unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Wo ist solch ein Gott, so wie du? La 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 la. Wo ist solch ein Gott? La 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 la. Wo ist solch ein Gott? Denn Jahwe ist barmherzig und er ist von großer Kraft, vor dem jeder Mensch schuldig. Gibt für mich gar nichts Schöneres, als diese Lesung einzuleiten mit einem Lied von Alexander. In diesem Fall, wie gesagt, aus dem Archiv und deswegen auch gar nicht schlechter als anders, nur halt schon mal gekannt, hat man schon mal gehört. Also, wir lesen, wie gesagt, jetzt in der 61. Lesung über den gegenwärtigen Zustand und Aussichten des Papsttums. Der erste Absatz ist das ist jetzt Wiederholung bis zum ersten Absatz der nächsten Seite. In allen Ländern Europas machen die Jesuiten gewaltige Anstrengungen, um die Erziehung der Jugend in ihre Hände zu bekommen. Da hatten wir letztes Mal auch schon drauf kommentiert, deswegen gebe ich da jetzt keine Kommentare zu ab. Aber das ist ja wohl mehr als offensichtlich, wie richtig dieser Satz auch heute immer noch ist. In Irland hat die Synode von Turles die von der Regierung gegründeten Kollegien verdammt und der römischen Jugend verboten, sie zu besuchen, weil ihre Lehrstühle nicht mit lauter Römlingen besetzt sind.
Der treffliche Präsident dieser Synode, welcher also tatsächlich erklärte, dass die Finsternis besser sei als das Licht und dass das Licht in ganz Irland, ja, womöglich in der ganzen Welt mit dem Anathema müsse belegt werden, ist ein Mann, welcher glaubt, dass der Papst unfehlbar ist und dass die Erde sich dreht und mit 66.000 Meilen durchs Universum rast. Das in Frankreich von dem jesuitischen Minister Falloux vorgelegte und von der damaligen Nationalversammlung votierte Gesetz, welches die Präfekten bevollmächtigt, die Schullehrer in ihren Departements nach Belieben zu entlassen, ist eine furchtbare Waffe in römischen Händen, da es ermöglicht, jeden dem Evangelium geneigten Lehrer ohne weiteres zu beseitigen. So wurden denn auch auf Antrag der römischen Pfarrer im April 1850 nicht weniger als 4000 Schullehrer, nicht bloß die als Kommunisten mit Recht anrüchigen, sondern auch alle zum Protestantismus hinneigenden, beide Geistesrichtungen werden nach der wohlbekannten Fälschungstheorie immer identifiziert, entlassen. Sobald die Jesuiten sich in Neapel wieder erhoben hatten, begannen sie auch ihren Krieg gegen die Erziehung. Nach einem Dekret vom 27. Oktober 1849 muss jeder, der an einer öffentlichen oder Privatschule beschäftigt ist, vor einem Kollegium erscheinen, sich über den Katechismus der christlichen Lehre examinieren lassen und kann sein Amt nur mit Erlaubnis dieses Kollegiums verwalten. Darin liegt also, dass die Jesuiten bestimmen, dass der Jugend in Neapel gelehrt werden soll, während das bürgerliche Gesetz jede Abweichung von ihren Vorschriften bestraft. Nun, diesen Satz habe ich farblich unterlegt, weil er sehr wichtig ist zum Verständnis. Es ist also hier die geistige Macht des Jesuitenordens, die bestimmt, was in bürgerlichen Kirchen, in zivilen Kirchen, sage ich schon, Schulen, in bürgerlichen Schulen, in zivilen Schulen unterrichtet wird. Das bürgerliche Gesetz kann keine Abweichung vom römisch-kanonischen Gesetz sein, sonst ist es nichtig, das steht hier mit anderen Worten. Und ein anderer, etwas farblich unterlegter Text ist in Neapel. Ja, meine Lieben, es ist nicht nur in Neapel. Ich habe dazu Folgendes geschrieben. In Neapel? Weltweit ist das heute. Damals vielleicht noch in den Kinderschuhen, heute ausgereift zu einem starken Erwachsenen über die ganze Welt. Über 150 Jahre sind seit dem Schreiben dieses Buches vergangen und die Jesuiten haben nicht einen Moment stillgesessen mit ihrer Aufgabe, während die Protestanten sich in Schlaf haben wiegen lassen. Wacht auf! Es gibt kein einziges Lehrinstitut auf der Welt, in das man mit christlichem Gewissen seine Kinder schicken kann. Martin Luther warnte davor bereits 1520. Zitat: Obwohl unsere Kinder inmitten einer christlichen Welt leben, damals vielleicht, habe ich zugefügt, wie ist das heute, werden sie kraftlos und versinken in Elend, weil es ihnen am Evangelium mangelt, das wir ihnen beibringen sollten und worin wir sie unterweisen müssten. Ich kann niemandem raten, sagt Martin Luther, zu Erziehungsberechtigten, unter anderem zum deutschen Adel in 1520er Jahren, sein Kind dorthin zu senden, wo das Wort Gottes nicht von absolut höchster Bedeutung ist. Schulen werden zu weit offenen Toren der Hölle werden, wenn wir die heiligen Schriften nicht gewissenhaft in die Herzen der Jugend einprägen. Jede Institution, das bezieht sich also nicht nur auf Schulen, sondern auf alle Lehrinstitutionen, die sich nicht zunehmend mit dem Wort Gottes beschäftigt, wird mit der Zeit zwangsläufig korrupt werden. Ich kann niemandem raten, sein Kind dorthin zu senden, wo das Wort Gottes nicht von absolut höchster Bedeutung ist. Da kann ich mir jetzt nicht verkneifen, mal einen kurzen Seitenhieb zu geben auf die deutschen Kindergärten, die ja mal ein Vorbild waren für eine gute Erziehung und teilweise sogar für eine christliche Erziehung. Heutzutage kriegen fünfjährige Kinder da auf Basis von antichristlichen Schriften wie dem Kinsey-Report und ähnlichem bereits gelernt, dass man sich nackt untereinander anfassen soll. Und ich möchte gar nicht
denken, an welche Abartigkeiten dann noch alles gelehrt wird, aber das sind mittlerweile Lehrpläne für Kindergarten, das heißt für 4-5-jährige Kinder. Wie das in der Schule weitergeht, da wollen wir gar nicht drüber sprechen, und dass in der Schule nicht mehr gebetet wird und auch das Wort Gottes nicht gelehrt wird, auch nicht im sogenannten Religionsunterricht, das ist ja nun wirklich kein Geheimnis mehr, das ist offene Kenntnis für jeden. Aber wie gesagt, wie James Edgen Wiley hier in den 1850er Jahren davor warnt und dann hier erzählt, wie es in Neapel war, dann sage ich von, das ist nicht nur in Neapel so, dass die geistige Macht über der weltlichen Macht steht und das eben auch damit durchsetzt, dass sie sagt, all die Gesetze, die eben auch bestimmen, wie die Schulen auszusehen haben und wie die Schulen besetzt werden, das heißt, was für Lehrer da vorne vor den Kindern stehen und lernen, das bürgerliche Gesetz, das das regelt, das muss angepasst sein an das römisch-katholisch-kanonische Recht. Und das ist genau das, was in diesem Satz drin steht. Darin liegt also, darin, dass die Jesuiten bestimmen, was der Jugend gelehrt werden soll, während das bürgerliche Gesetz jede Abweichung von ihren Vorschriften bestraft. Also nicht nur muss das bürgerliche Gesetz konform dem Gesetz der Jesuiten sein, sondern es bestraft auch noch jede Abweichung von den jesuitischen Gesetzen. Und warum sind die jesuitischen Gesetze hier so wichtig? Weil wir uns erinnern, dass es in 1599 eine Sache gab, ein Schreiben gab, das die Jesuiten herausgebracht hatten, das ursprünglich 1599 rauskam, das aber bis 1606 dann auch nochmal erschienen ist. Ich habe da hier mal ein Bild von 1606 rausgesucht. Ratio atque institutio studiorum societate, ja, im römischen Kollegium, anno 1606. Das ist das Ratio Studiorum, zur höheren Ehre Gottes. Welchen Gottes? Da muss man gar nicht lange drüber nachdenken, wenn man sieht, dass hier ein gewisser Ignatius Loyola mit einem Heiligenschein unter einem Sonnensymbol mit den Worten »Es ist rechtens, häretische Führer umzubringen« abgebildet ist. Das heißt nämlich IHS in der Kurzform ins Deutsche übersetzt. Dieses Ratio Studiorum ist die Basis dafür, wie auch heute noch, alle Schulbücher bestimmt werden. Es geht nämlich hier um das Lernen gegen das Lernen. Und das ist genau der Punkt, den Martin Luther hier machte. Deswegen mache ich den Artikel hier, den Hinweis von mir nochmal kurz auf. Martin Luther, ja? Ich glaube, das ist kann das sein, dass das eine Verwechslung ist? Du hast gerade gesagt, IHS steht dann hier für die heretischen Könige. Du meinst wahrscheinlich INRI, oder? Ja. Ja, du hast IAS gesagt. Ja, stimmt. IAS ist die Abkürzung der Jesuiten, danke. Das steht für Isis Horoset und das hat nichts mit INRI zu tun. INRI ist das Wort aus der jesuitischen Lehre, das heißt Justus Necker Regum Impius, dass es also rechtens ist, um heretische Herrscher abzusetzen und zu ermorden. Danke, Michael, für die Zurechtsetzung. Ja, IHS steht für INRI, sagen wir es mal so. So hätte ich das dann vielleicht betiteln sollen. Da war ich eben auf der verkehrten Spur. Also wie gesagt, Martin Luther hat hier bereits 1520 vorgewarnt, dass man sein Kind niemals dorthin soll, wo das Wort Gottes nicht von absolut höchster Bedeutung ist. Und da die Jesuiten mit ihrem Werk Ratio Studiorum das Lernen gegen das Lernen festgeschrieben haben und das Lernen gegen das Lernen heißt das Lernen aus der Bibel, gegenübergestellt dem Lernen vom Menschen, das heißt Gnostizismus mit all seinen Folgen, ist das genau das, was hier von Martin Luther beinahe schon prophetisch gesagt wurde, hier in Erfüllung gegangen ist. Nämlich, er sagt das in 1520 in seinem Schreiben an den deutschen Adel, ein Unterwerk seines größeren Werkes von der babylonischen Gefangenschaft, wo das drin vorkommt. Und ein paar Jahre später, also Ende des 16. Jahrhunderts, verfassen die Jesuiten dieses Ratio Studiorum, das heute noch die Basis ist, wenn es darum geht, Curricula für Schulen zu erstellen. Ich weiß nicht, ob Curricula jetzt das richtige Wort ist, das ist die Mehrzahl von Curriculum, ja, also die Lehrbücher, die für die Schulen gemacht werden. Das heißt,
für die normalen Schulen, für die Basisschulen oder Grundschulen, für die Mittelschulen, für die Gymnasien, für die Universitäten. Alle Schulbücher, die geschrieben werden, gehen durch ein Screening da, wo an alleroberster Stelle immer noch eine geistige Macht sitzt, nämlich die Macht der Jesuiten. Und was die nicht wollen, was in Schulbüchern steht, das steht da nicht drin. Und da steht nicht das Wort des Gottes der Bibel drin. Und deswegen sollten wir unsere Kinder nicht in die Schulen schicken, die wir heute haben. Und das ist genau das Resultat dieses Ratio Studiorum aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, von 1599 und dann hier halt 1606 geschrieben. Wie gesagt, ich habe auch noch andere Bilder davon, von Ratio Studiorum, dachte ich. Ich glaube, das hier ist 1500 und dann 87 oder sowas, wenn ich das richtig lesen kann. MDC, XCV, ne? M1600, 1608 ist das hier sogar. Okay, 1608 ist das hier sogar. Aber es gibt auch Bilder davon von 1599. Zumindest war das damals, wo das gegründet wurde. Ob das auch da bereits schriftlich festgehalten wurde in Buchform, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir reden hier um ein paar Jahre, ne? Also 7 Jahre. Also lass uns hier nicht jetzt in zu kleine Details verfallen. Wichtig ist, dass wir begreifen, dass dieses Ratium Studiorum an der Basis liegt der Dinge, die in den Schulen unterrichtet werden. Dieses Ratio Studiorum bestimmt, was in den Schulbüchern steht. Was in den Schulbüchern steht, muss von den Menschen gelehrt werden. Und wenn die Menschen, die Lehrer, wir zum Beispiel, wie wir weiter oben gelesen hatten, eher eine protestantische Richtung oder zwischen Anführungszeichen kommunistische Lehre vertreten, dann stimmen sie nicht mit dem römisch-katholischen Gesetz überein, dann müssen sie entlassen werden, wie in dem Fall. Und in Neapel wird also nur ein Lehrer zugelassen, der ein bestimmtes Examen ablegt, ne? Katechismus der christlichen Lehre, muss man sich examinieren lassen. Wenn man das erfolgreich abschließt, dann kann man lehren. Und da geht es eben darum, dass man zustimmt, den Regeln des römischen Katechismus zuzustimmen und das, was der lehrt, in der Schule dann auch zu lehren. Durch ein Dekret des neapolitanischen Unterrichtsministers vom Dezember 1849 sind alle Studenten unter die Aufsicht einer geistlichen Kommission gestellt und genötigt, irgendeiner geistlichen Verbindung, einem geistlichen Verein beizutreten. Ohne das kannst du nicht studieren. Alle öffentlichen und Privatschulen stehen unter demselben willkürlichen Gesetz. Die Schullehrer sind verbunden, alle ihre Schüler vom 10. Jahre an in eine geistliche Kongregation einzuführen und monatlich über den Besuch derselben von Seiten der Schüler zu berichten. Seitdem ist jener entsetzliche, weiter unten noch näher zu beschreibende Katechismus in allen Schulen eingeführt und die Kinder beten ihn jetzt her. In Österreich und Deutschland sind sie nicht weniger beschäftigt, die wahre Bildung zu vernichten, unter dem Schein, sie zu verbreiten. Das ist ein interessanter Satz. Ne? Die wahre Bildung zu vernichten, unter dem Schein, sie zu verbreiten. Das werde ich vielleicht mal als Videotitel für die heutige Lesung gebrauchen. So versuchen die Jesuiten, den europäischen Geist wieder in den Kerker zurückzuführen, aus dem er herauskam, weil der Kerker ist ein Platz ohne Licht. Das dunkle Zeitalter war, wo die Welt ohne Licht war, ohne das Licht der Welt, Jesus Christus, ohne sein Wort, ohne die Bibel. Die Fesseln, welche die Väter abgeworfen, sollen den Kindern bei Zeiten wieder angelegt werden. Das kennen wir ja auch. Ne? Es gibt ja diesen weltlichen Spruch nach dem Motto, die Freiheiten, die unsere Väter erkämpft haben, müssen jede Generation wieder verteidigt werden, sonst gehen sie verloren. Hier heißt es, die Fesseln, welche die Väter abgeworfen, sollen bei den Kindern bei Zeiten wieder angelegt werden. Welche Fesseln, was sprechen wir denn von? Wir sprechen von den Fesseln, das ist im dunklen Zeitalter, wie wir gerade eben festgestellt haben, wo die ja herkommen, aus diesem Kerker, wo es kein Licht gab. Das ist in diesem dunklen Zeitalter.
keine Meinungsfreiheit gab, keine Pressefreiheit gab, keine Versammlungsfreiheit gab, keine Gewissensfreiheit gab, keine Religionsfreiheit gab. Ich konnte meine Religion nicht wählen. Entweder ich nahm den römisch-katholischen Glauben an, oder aber ich wurde verfolgt. Konvertiere oder stirb. Ganz klar. Das waren die Regeln im dunklen Zeitalter. Das sind übrigens auch die Regeln in diesem Zeitalter, wo wir hier drauf hingehen. Die meisten erkennen das nur noch nicht, aber das wird schon irgendwann noch kommen. Von daher ist das, was James Atkin Wiley hier 1850 schreibt, sehr bedeutend eben auch für unsere Zeit. Die Fesseln, welche die Väter abgeworfen, sollen den Kindern bei Zeiten wieder angelegt werden. Welche Fesseln wurden denn unseren Vätern abgeworfen? Unsere Väter haben ja auch einige Fesseln abgelegt, meinten sie zumindest, mit der Gründung der sogenannten Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Freiheiten, die man eben nicht hatte unter Adolf Hitler im Dritten Reich, haben wir eine ganze Menge Freiheiten in der Bundesrepublik Deutschland bekommen, erstmal, um sie dann wieder abgenommen zu bekommen, genau wie es heute ist. Diese Fesseln werden uns heute wieder angelegt, weil, ehrlich gesagt, wenn man sich mal ordentlich umschaut, dann heißt die Herrscherin heute nicht Adolf Hitler, sondern Angela Merkel. Aber die Namen kann man ja austauschen, das ist ja beliebig. Die Macht hinter den beiden Herrschern ist dieselbe, nämlich die römisch-katholische. Sowohl dieselbe Macht hinter Adolf Hitler als auch die Macht hinter Angela Merkel. Und wenn man sich mal genau umschaut, dann ist es in Deutschland gar nicht so viel anders. Das heißt, wir hatten die Zeit zwischen 1845 und, ich sage jetzt mal extrem, dem Jahr 2000, wo wir die Freiheiten hatten, und jetzt werden sie wieder angelegt. Da kam natürlich dann der 11. September von 2001, wie gerufen für Leute, die uns wieder die Fesseln anlegen wollen. Und seitdem werden die Daumenschrauben wieder angesetzt. In den letzten Jahren der napoleonischen Herrschaft schien der Romanismus in Frankreich in eine verzweifelte Lage gekommen zu sein. Darum unternahm es später ein kleiner, aber ausgezeichneter Kreis von Gelehrten, sein Geschick zu verbessern. Lamennais, de Maistre, Bonald schrieben gründliche und beredte Werke, um ihn zu verteidigen und seine Gegner anzugreifen. Ihre Werke machten großes Aufsehen und sammelten eine Partei um sie. Sie stützten sich auf den römischen Hof, auf die restaurierten Bourbons und auf den Absolutismus. Letzteren, also den Absolutismus, verteidigten sie in der Politik, und ihre außerordentlichen Erfolge verleiteten sie zu außerordentlich despotischen Maßregeln. Unter Ludwig dem 18. begannen im südlichen Frankreich wieder blutige Verfolgungen, und die Jesuiten verfuhren, wo sie konnten, in alter Weise. Semper eadem, die verändern sich nie. Und gerade wenn wir über den Süden von Frankreich sprechen, dann wissen wir doch, wovon wir sprechen. Hugenotten, Albigenser, Waldenser, Protestanten durch die Jahrhunderte hin, die wahre Kirche Gottes, die wieder mal verfolgt wird. Marschälle von Frankreich wurden genötigt, mit Wachskerzen in Prozessionen zu gehen, wenn sie nicht die Gunst ihres Souveräns verlieren wollten. Ja, Wachskerzen sind ein babylonisches Symbol. Dieses Treiben wurde eine der mitwirkenden Ursachen für die Revolution von 1830, die wie ein Donnerkeil auf die Jesuiten fiel. Sie erkannten ihren Irrtum und beschlossen, sich hinfort nicht mehr auf die Regierung zu stützen, sondern durch die Presse, die Kanzel und den Beichtstuhl direkt auf das Volk einzuwirken. Also, die Jesuiten ändern ihre Politik. Anstatt nicht mehr durch die Regierung zu kommen, also von oben nach unten dem Volk ihren Willen aufzulegen, machen sie das durch die Presse zu infiltrieren und die Presse nach ihrer Richtung hinzusetzen. Und wir hatten ja letztes Mal in der Sendung gesprochen oder das Zitat vorgelesen von dem John Swinton von 1880 war es, glaube ich, ne? Wie ihr euch noch vielleicht erinnert. Die Kanzel, das heißt also, wo in der Kirche gepredigt wird, wenn die Leute am Sonntag in die Kirche gehen, was dann davon runtergepredigt wird, das nicht mehr aus der Bibel kommt, sondern dass das jesuitische Predigt ist. Und
den Beichtstuhl direkt auf das Volk einzuwirken. Also mit all diesen Mitteln, anstatt es über die Regierung zu machen, machen sie es so gesagt von unten heraus. Mit der Presse betreiben sie Propaganda, um die Volksmeinung zu beeinflussen. In der Kanzel lehren sie alles, was nicht in der Bibel steht. Und im Beichtstuhl setzen sie die Leute unter Druck, durch sie in den Beichtstuhl zu bekommen und ihnen die Buße oder besser gesagt die Beichte abzunehmen und dadurch die Menschen in der Hand zu haben. Die Zwischenzeit seit 1830 hat die Priesterschaft auf diese Weise benutzt. Aber es scheint nicht, als ob sie großen Erfolg gehabt hätten. Denn es ist eine unleugbare Tatsache, dass der Unglaube, Entschuldigung Michael, unter den verschiedenen Formen des Sozialismus, Kommunismus und Atheismus jetzt in Frankreich weiter verbreitet ist als im Jahre 1830. Unglaube, dann nennen wir das doch mal das, was es eigentlich sagen will. Antiglaube, der Gegenglaube. Ja? Dass der Gegenglaube unter den verschiedenen Formen des Sozialismus, Kommunismus und Atheismus in Frankreich weit verbreitet ist. Mit anderen Worten, Sozialismus lehrt Anti-Bibel. Kommunismus lehrt Anti-Bibel. Atheismus lehrt Anti-Bibel. Dieser Anti- oder Gegenglaube wird hier mit dem Wort Unglaube beschrieben. Aber jedes Missgeschick, das sie trifft, entmutigt sie nicht, sondern spornt sie nur zu umso größerer Tätigkeit an. Und seit 1848 ist ihr Eifer außerordentlich. Sie sind im besten Zuge, die Schulen mit Lehrern zu versorgen, die den Priestern ganz ergeben sind. Wenn ein Lehrer einem römisch-katholischen Priester ergeben ist, dann ist er der Lüge ergeben und nicht der Bibel der Wahrheit. Neue Schulbücher sind verfasst worden, deren Zweck es ist, die Jugend in die Absurditäten des Papsttums einzuführen. Ratio Studiorum, das war, was ich vorhin gesagt hatte oder habe sagen wollen. Folgendes diene zum Beispiel. Unter den Traktaten des heiligen Alphons von Liguori, ja, wir erinnern uns, der Alphons von Liguori in den Schriften von dem, jetzt komme ich nicht mehr auf seinen Namen, 1930 war das Buch ja, was ich gelesen hatte, unter anderem mit Moraltheologie. Mit der Moraltheologie. Ich hatte das damals mit Viktor gelesen. Aber der Schriftsteller hier, der heißt Grassmann. Ich war nicht sicher, weil Grassmann heißt ja auch dieser Falschlehrer, den wir heute im Internet oftmals treffen. Deswegen wollte ich jetzt den Namen nicht missbrauchen. Aber stimmt, Robert Grassmann, der hat das Buch hier geschrieben. Ja. Ganz wichtig, er schreibt hier unten, wichtig für jeden Deutschen. Schreibt euch das mal hinter die Ohren. Das Buch könnt ihr gratis im Internet bekommen, unter anderem auch auf meiner Archive-Bibliothek. Ladet euch das mal runter und lest das mal durch. Die Moraltheologie der Jesuiten. Ja? Ganz wichtig. Und er beschreibt halt die Moraltheologie von dem Jesuiten Alfonso Liguori. Das kommt vor in der Videospielliste Systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Den Link sowohl nach dem Buch von Grassmann als auch nach der Videospielliste des systematischen katholischen Kindermissbrauchs findet ihr in diesem Buch, so wie es im Augenblick auf dem Archive bei mir veröffentlicht ist. Also muss ich die Links nicht extra noch in das Video einfügen. Ladet euch das Buch hier runter, das ihr auf meinem Archive findet und dann werdet ihr fündig auf Seite 409 in dem Kommentar hier, dass ihr das nachschauen könnt in der Videospielliste und dass ihr das Buch von dem Grassmann runterladen könnt. Also, folgendes diene zum Beispiel. Unter den Traktaten des seligen Alphons von Liguori, welche die Priester ihren Schülern und Katechumen in die Hand zu geben pflegen, ist einer von besonders heiliger Inbrunst, den man in allen Seminarien, allen Klöstern für junge Frauenzimmer und anderen Instituten findet, die unter dem Einfluss des römischen Klerus stehen. Er hat den Titel Paraphrase de Salve Regina und den Zweck, die Verehrung der Jungfrau zu empfehlen. Unter anderen Mitteln zur Erreichung desselben wird eine Geschichte mitgeteilt. In London im Patriot am 28. Februar 1750 ist das erschienen. Das kleine Buch ist in Lyon von dem bekannten römisch-katholischen Verleger Rousson herausgegeben. Da heißt das also,
Paraphrase de Salve Regina, also irgendwas paraphrieren der heiligen Regina. Unter anderen Mitteln zur Erreichung desselben wird folgende Geschichte mitgegeben. Es lebte in Venedig, wann, wird nicht gefragt, ein berühmter Rechtsgelehrter, der sich durch Betrug und alle Arten unerlaubter Ränke bereichert hatte. Ja, Ränke sind Unrechtmäßigkeiten, das ist ein altdeutsches Wort dafür. Seine Seele war in einem höchst traurigen Zustande und das Einzige, was ihn von der so reichlich verdienten Verdammnis rettete, war seine Verehrung der Jungfrau Maria, an die er täglich ein gewisses Gebet richtete. Dies kam bei folgender auffallender Gelegenheit an den Tag. Eines Tages speiste ein Kapuzinerbruder bei ihm. Nachdem der Rechtsgelehrte seinen ehrwürdigen Freund mit allen Merkwürdigkeiten seines Hauses bekannt gemacht hatte, sagte er ihm, Zitat, er wolle ihm etwas noch viel Wunderbares zeigen. Einen Affen, den Phönix seines Geschlechts. Er bedient mich wie mein Kammerdiener, sprach der Advokat, und wartet zu Tisch auf, spült die Gläser, macht die Tür auf, kurz, er tut alles. Oh, sagte der Kapuziner mit Kopfschütteln, oh, wenn's nur wirklich ein Affe ist, zeige mir das Tier. Nach langem Suchen fand man den Affen unter einem Bette versteckt, aber er wollte durchaus nicht hervorkommen. Höllische Bestie, schrie der Mönch, komm heraus, und ich befehle dir im Namen Gottes, sage, wer du bist. Der Affe antwortete, er sei ein Dämon und warte auf den ersten Tag, an welchem der Advokat vergessen werde, zur Jungfrau zu beten, um ihm den Hals umzudrehen und mit seiner Seele in die Hölle zu fahren, wie der Herr ihm erlaubt habe. So unterrichtet der Jesuitismus in Frankreich. Eine größere Verachtung der menschlichen Vernunft kann man wohl kaum an den Tag legen. Zeichen und Lügenwunder sind ein Kriterium des vorher verkündigten Abfalls, wie wir in der Bibel nachlesen können. Zu allen Zeiten haben Roms Propheten Wunder getan, um ihre Präsentation zu stützen. In einem einigermaßen aufgeklärten Zeitalter ist dies eine gefährliche Waffe. Doch hat Rom auf seinem Wege abermals zu ihr gegriffen. Darum lesen wir in der Fußnote, der Verfasser hat das Glück gehabt, also James Edgar Wiley, 1847 einem römischen, zwischen Anführungszeichen, Wunder in Lüttich, heute Belgien, beizuwohnen. Es hatte lange nicht geregnet und die Papisten erlangten durch vieles Bitten von ihren Priestern die Erlaubnis, einen gewissen heiligen Stein, der die Kraft hatte, Regen zu besorgen, durch die Straßen rollen zu dürfen. Am dritten Sonntage des Juli geschah die Prozedur und am Montage darauf regnete es den ganzen Tag. Die römischen waren erbaut, die evangelischen betroffen. Das Rätsel ist natürlich leicht zu lösen. Die Anzeichen des Regens in der Atmosphäre konnten keinem einigermaßen Wetterkundigen entgehen. Am selben Tage regnete es in halb Frankreich. Eine ganz ähnliche Zeremonie geschah bei langer Dürre im heidnischen Rom. Nun, Lüttich liegt im Osten, ziemlich Nordosten von Belgien. Ungefähr, ich schätze mal so knapp 80 Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Nicht allzu viel. Wenn es also davor den ganzen Tag in Frankreich, in ganz Frankreich geregnet oder in halb Frankreich geregnet hat den ganzen Tag, dann ist es ziemlich sicher davon auszugehen, dass das normal hier hochzieht, weil wir haben hier immer einen westlichen Wind und einen Wind, der aus dem Süden anstatt aus dem Norden kommt meistens. Also von daher, ob das jetzt wirklich der Stein war, ich persönlich wage es zu bezweifeln, genau wie James Edgar Wiley, der sich eben hier der Tatsache bewusst war, dass es bereits in der Gegend Anzeichen dafür gab, dass das Wetter umschwingen wird. Da braucht man keinen Stein irgendwo rumzurollen. Aber mit solchen falschen Zeichen und Wundern werden natürlich die Leichtgläubigen leicht betrogen.
Ungefähr um die Zeit, als der Papst nach Rom zurückkehrte, sah man ein berühmtes Bild der Jungfrau zu Rimini mit den Augen blinzeln. Das Wunder wurde schnell bekannt. Massen von Menschen versammelten sich. Das Zeichen wiederholte sich Tag für Tag. Tag für Tag wurden reiche Opfer auf dem Altare der Madonna aufgehäuft. Neuerlich hat sich das Blinzeln zum Segen der Gläubigen wiederholt. Diese Sache ist ganz unzweifelhaft, denn ein Bischof hat es beglaubigt und die Deutsche Volkshalle am 28. August 1852 hat davon erzählt. Nun wurde berichtet, dass ein anderes Bild in einer anderen italischen Stadt auch geblinzelt habe. Und jetzt gibt es eine ganze Schar blinzelnder Madonnen. Man fragt, ist der Papst unfehlbar? Und ein Blinzeln ist die Antwort. Es ist schwer einzusehen, in welchem logischen Zusammenhang das Blinzeln mit der Unfehlbarkeit des Papstes steht. Roms Anhänger sehen natürlich das Blinzeln als einen Beweis für die Unfehlbarkeit an, aber andere könnten ihm gerade die entgegengesetzte Bedeutung beilegen. Es ist in der Tat Roms Versuch, seine Lehre durch Wunder zur Geltung zu bringen. Ein höchst gefährliches Unternehmen. Die Unfehlbarkeit ist der Grund, auf welchem aller Glaube ruht, ja, aller Glaube der römischen Katholiken. Wenn daher der Papismus als Beweis für irgendeine Lehre ein Wunder beibringt, so verlässt er seinen Boden. Er macht sich eines fatalen Fehlers im Beweise schuldig. Und statt zu beweisen, dass er unfehlbar ist, beweist er vielmehr, dass er die Welt hintergeht. Paris war ebenfalls der Schauplatz einiger Wunder. Ein gewisser Peter Perimont, ein einfacher Bauer aus Grenoble, erschien im März 1850 in Paris und verkündigte, der Heiland sei ihm erschienen und habe ihm aufgetragen, die Kranken zu heilen und die Welt zu bekehren. Während der Passionswoche lag er da, die Stigmata seinem Leibe eingedrückt. Ja, Stigmata sind also die Zeichen des Kreuzes, Hände, Löcher in den Händen oder Blutstellen in den Händen und an den Füßen. Das Blut floss tropfenweise aus seinen, zwischen Anführungszeichen, heiligen Wunden. Wenn die Sonne unterging, hörten die Wunden auf zu bluten. Er heilte die Kranken, die ihn besuchten, durch seine Berührung. Peter Perimont war offenbar ein Werkzeug der Priester, welche die ganze Sache mit großer Geschicklichkeit angezettelt hatten. Einige der ersten Anatomen von Paris untersuchten den Wundertätigen und erklärten die ganze Geschichte für eine Gaukelei. Die Fußnote, da sagt uns der Übersetzer, die Pariser Blätter vom August 1852 bringen einen schönen Hirtenbrief des Bischofs von Lucon. Am 19. September 1846 sahen nämlich Hirtenknaben auf dem Berge La Salette in den Alpen die heilige Jungfrau. Die Erscheinung hat sich wiederholt. Der erwähnte Hirtenbrief fordert zu Wallfahrten und Erbauung von Kapellen auf eben diesem Berge auf und enthält folgende Stelle. Zitat: In Frankreich sind die einstimmigen Lobpreisungen der heiligen Jungfrau weder durch die Lästerungen des Judentums noch durch die Beschimpfungen der lutherischen und calvinistischen Ketzerei gestört worden. Ende Zitat. Ja, also mit anderen Worten, alle so dermaßen katholisch, dass es da eine, man könnte schon beinahe Massenhysterie sagen, wahrscheinlich gibt. In Neapel sah man eine Veronika über das Unglück des verbannten Papstes Tränen vergießen. Eine Madonna in Rom nickte gewissen Personen, die sie verehrten, mit besonderer Grazie zu. Aber der Pfaff war ein Pfuscher und ließ die Schnüre sehen. Ja, also der Pfaff, der Pfaffe, der Pfarrer. Ja, die Madonna nickte gewissen Personen, die sie verehrten, mit besonderer Grazie zu, weil dahinter ein Pfaffe stand, der die Seile in den Händen hielt oder die Schnüre, mit denen er eben diese Bewegung ausführte. Wahrhafte Porträts Christi und der Jungfrau, welche man in einem unterirdischen Gewölbe im alten Senatspalast gefunden zu haben vorgab,
wo sie unentdeckt 1800 Jahre lang gelegen hat, das muss ein alter Palast gewesen sein, wurden in ganz Frankreich für 1,50 Franc verkauft. Während des Winters haben die Mönche in Neapel und in anderen Gegenden Italiens ihre Herden von der Kanzel sehr ernstlich vor den drei großen Übeln gewarnt. Vor der Revolution, dem Kommunismus und dem Protestantismus. Ich hörte, so sagt ein Korrespondent vom Kontinent in seinem Brief aus Neapel vom Dezember, ich hörte einen Prediger vor einigen Tagen in der Kirche auf der Kanzel ausrufen, bedenkt, was ihr tut. In kurzem könntet ihr in den traurigen Zustand der Engländer geraten und alle Hoffnung der Seligkeit verlieren. Den Beichtstuhl bedeckt ein dichter Schleier, aber die gegenwärtige Tätigkeit der römischen Priester in allen anderen Departements lässt uns nicht zweifeln, dass jene mächtige Maschine mit Energie und Erfolg in Bewegung gesetzt wird. Die römische Kirche beobachtet jede Phase der Gesellschaft aufs Sorgfältigste und akkommodiert sich mit ihrer gewöhnlichen Schmiegsamkeit und hergebrachtem Takt einem jeden Teil der Gesellschaft, indem sie für jeden besondere Argumente in Bereitschaft hat. Den Regierungen, welche gegenwärtig vor der übermütigen Demokratie zittern, stellt sie sich als das einzige Bollwerk der Ordnung dar. Sie ladet die Könige ein, sich auf sie zu stützen und so ihre Throne und Zepter zu retten, welche sonst verloren gehen würden. Sie ermahnt diejenigen, welche durch die Gottlosigkeit des Sozialismus erschreckt sind, zu bedenken, welche Folgen es hat, wenn man den wahren Glauben verlässt, also das ist natürlich hier dann der römisch-katholische Glaube, und sagt ihnen, dass, wenn sie sich gegen die Lehre der Kirche auflehnen, sie unfehlbar in den Abgrund des Atheismus stürzen werden. Dem Begüterten, welcher vor kommunistischen Plündern und Teilen zittert, zeigt sie, wie es sei, die in gleicher Weise seine irdischen Güter beschützen und seine himmlischen Güter vermehren könne. Sie weiß, dass bei dem überall herrschenden panischen Schrecken die Leute nicht genug Besonnenheit haben, um sich zu fragen, ob nicht die Kirche eher Schutz bedarf, als dass sie andere schützen könnte. Dazu kommt, dass die höheren Schichten der Gesellschaft in Frankreich einzig das Bestreben haben, eine Macht zu schaffen, neue Grundsätze und Quellen einer Autorität zu entdecken. Hier lesen wir in einer Fußnote kurz, von Neuem bestätigt durch den Kaiserenthusiasmus, nachdem die tollen Vive de la République kaum verklungen. Na? Wir wissen ja, dass Frankreich nochmal zurückfuhr in ein Kaisertum durch, ich meine, Napoleon den III. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das liegt nun näher, oder Entschuldigung, und was liegt nun näher, als der Gedanke, dass die Kirche durch ihren Einfluss alle die Leidenschaften zähmen und unterjochen solle, welche die Revolution losgelassen hat. Weil die katholischen Regierungen nicht wissen, was sogar Protestantische nur zu oft verkennen, dass in dem Evangelium von der freien Gnade Gottes in Christo die einzige haltbare Stütze der Throne liegt, hat man seit dem großen Ausbruch von 1848 bis auf den heutigen Tag, die äußere Gewalt ausgenommen, noch kein Autoritätsprinzip gefunden und es ist sehr natürlich, dass man wünscht, der physischen Macht dadurch, dass man die Priesterschaft auf eine Seite zieht, ein moralisches Fundament zu geben. Auf seine Seite zieht ein moralisches Fundament zu geben. Gut, das moralische Fundament wäre dann aber das moralische Fundament der Priesterschaft. Die Priester sind korrupte Menschen, die an den Katholizismus glauben und nicht an die Bibel und von daher nicht an die Wahrheit. Von daher ist alles wieder mal auf einer Lüge aufgebaut. Ne? Man blickt besonders in Frankreich auf den Papst als eine Art moralischen Fouché, als geistigen Polizeipräfekt von Europa. Ja, wir dürfen nicht vergessen, in Frankreich haben sie immer die temporale Macht des Papstes abgestritten. Ja? Deswegen gibt es eine sogenannte französische katholische Kirche. Die ist anders als die römisch-katholische Kirche. Im Vergleich mit der
amerikanischen katholischen Kirche, das habe ich auch schon mal erwähnt, ein paar Mal. In Frankreich haben die Katholiken ganz deutlich die geistige Führerschaft des Papstes anerkannt, aber sie haben dem Papst ganz deutlich die Fähigkeit abgesprochen, sich in die weltlichen Angelegenheiten zu mischen. Da gab es oftmals Streit drum und deswegen kam es ja schlussendlich auch Ende des 18. Jahrhunderts zu der sogenannten Französischen Revolution, wo man eben die ganzen Köpfe von den Königen und Adligen, die eben dem Papst hörig waren, abgetrennt hat von ihren Körpern. Um das mal nur kurz eben so auf die Seite hier zusammenzubringen. Die Franzosen waren schon immer gegen die weltliche Herrschaft des Papstes, haben aber den Papst in geistigen Dingen vollständig anerkannt. Und das ist genau das, was hier steht. Ne? Man blickt besonders in Frankreich auf den Papst als eine Art moralischen Fouché, als geistlichen Polizeipräfekten von Europa. Vielen dortigen Staatsmännern liegt im Allgemeinen, Leute wie Montalembert und Fallou machen eine Ausnahme, nichts an der Kirche als Kirche. Sie gehen nie zur Beichte oder zur Messe, aber sie brauchen die Kirche zur Unterstützung ihrer eigenen Autorität. Ihre Religion ist die von Pope Sir Balaam, welcher, während er selbst in schlechter Politik sein Glück zu machen suchte, seine Frau und Familie in die Predigt schickte. Ob es nun wahrscheinlicher ist, dass dieses aus Furcht und Not geschlossene Bündnis die Zwecke der Staatsmänner oder dass es die der Priester fördern wird, wollen wir untersuchen, wenn wir den gegenwärtigen Zustand von Europa überblicken. Wir bemerken einstweilen, dass für den Augenblick diese bedeutende Strömung in der katholischen Welt stattfindet und auch die Hauptursache ist, welche die protestantischen Mitglieder der höheren Stände zum Romanismus zurückgeführt hat. Man will die Ordnung und überlässt sich sorglos einer dem bürgerlichen und religiösen Despotismus zuführenden Bewegung. Und Rom führt den Zug dieser ganzen Prozession, dieser Bewegung an. Und damit schließen wir das Kapitel ab. Wir kommen nächstes Mal in das zweite Kapitel, Neue Katholische Liga und drohender Kreuzzug gegen den Protestantismus. Das wird aber das Thema der nächsten Lesung sein, der 62., denn für heute sind wir bei wohl etwas weniger als einer Stunde, aber mit einem schönen Abschluss dieses Kapitels. Und ich möchte mal eben hören, ob es vielleicht noch ein paar Stimmen aus der Zuhörerschaft gibt, die sich noch dazu äußern wollen, zu dem, was ich gelesen und besprochen habe. Gibt es da noch Äußerungen hier? Ja, also von meiner Seite, ich denke, wegen der Schule betreffend der katholischen Einflussnahme ist mir sehr wichtig geworden. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja. Das Franco-Regime von Spanien, eben dass es überhaupt nicht möglich war, dass ein protestantischer Lehrer in der Schule unterrichten konnte. Also das war absolut Spanien in der Kontrolle von den Katholiken. Und jetzt, ich weiß nicht, ich habe gerade einen Link in den Chatraum hineingestellt über den Franco. Und wenn du das vorlesen möchtest, ich habe jetzt eben noch gesucht, ob das noch irgendwo zum Vortragen ist, aber ich finde, das ist noch gut beschrieben. Wenn man den Link aufmacht, kann man dort runter scrollen und dann kommt ein Titel, das heißt das Konkordat von 1953. Na, ich habe über den Frankismus oder über Franco im Allgemeinen habe ich ja gesprochen in der Lesung von Mit Gott und den Faschisten. Ja? Ja. Erinnerst du dich sicher noch an die Lesung auf dem Rheindeutschen Kanal, dass sie da stattgefunden hat? Ja. Und da haben wir auch darüber gesprochen. Was jetzt hier Frankos Weg zur Macht drinsteht, weiß ich ja, nicht. Das interessiert inwiefern. Ja nicht. Das geht ja, mir, ja. Mehr um das Schulsystem. Ja, gut, wo muss ich denn dann da hingehen hier? Wenn du drauf gehst, runterscrollen, bis das Konkordat von 1953 kommt. Noch weiter, glaube ich. Noch weiter. Die katholische jetzt. Kirche, der Nationalsozialismus, das Konkordat von 1935. Im Jahr 1953. Entschuldigung, 1953, ja, ich habe die Zahlen umgedreht. Das ist etwa
der zweite Absatz dann? Das Konkordat sicherte der katholischen Kirche neben der Bestätigung bereits bestehender Vorrechte eine noch weitergehende Einflussnahme auf das öffentliche Leben. Insbesondere durch die Übertragung elementarer Teile des Bildungs- und Erziehungswesens sowie von Zensurbefugnissen in dogmatischen und moralischen Belangen. Der Kirche wurde das spanische Bildungs- und Erziehungswesen größtenteils übertragen, das heißt also mit anderen Worten 100% Ratio Studiorum. Das Konkordat schrieb unter anderem verbindlichen Religionsunterricht von der Grundschule bis zur Universität vor, der im vollen Einklang mit der katholischen Dogmatik und Morallehre zu stehen hatte. Ja, das ist natürlich sehr schön, dass du uns das hier gibst, aber im Grunde ist das auch nichts anderes als bei allen anderen Konkordaten. Ich hatte ja auch mal das Konkordat in Deutschland vorgelesen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da habe ich ein Video zu gemacht, auch damals, ich glaube mit Viktor war das noch, über das Konkordat in Deutschland, das also ja Adolf Hitler 1933 im Juli damals bereits gemacht hatte, also kurz nach der Gründung des Dritten Reiches. Und da stehen ja genau diese Absätze drin. Ein Konkordat, und das ist im Grunde, was der Name schon beinhaltet, ein Konkordat ist ein Staatsvertrag zwischen dem Staat, in diesem Fall Spanien, und dem der römisch-katholischen Kirche, die römisch-katholische Kirche oder der Konkordat gibt der römisch-katholischen Kirche das alleinige Recht zur Erziehung der Menschheit in dem Land. Also nicht nur der Kinder, aber natürlich hauptsächlich der Kinder durch die Schulen, aber eben auch der Erwachsenen. Ja? Kontrolle, mit anderen Worten. Alles muss angelehnt sein an römisch-katholisch-kanonisches Recht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss das bekämpft werden und muss das verändert werden. Und diese Sätze, die wir da gerade eben vorgelesen haben, die waren sehr, sehr deutlich. Die lassen im Grunde nichts mehr der überlassen nichts mehr der Fantasie. Alles war ganz klar und deutlich. Das war aber in den deutschen Konkordaten auch so. Und das ist in anderen Konkordaten auch so. Italien hat ja auch ein Konkordat mit dem mit der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet. Das ist von daher natürlich schön, dass du den Teil hier mal eben rausgesucht hast, dass wir das nochmal zur Erinnerung gesagt bekommen. Das Konkordat sicherte der katholischen Kirche neben der Bestätigung bereits bestehender Vorrechte eine weitergehende Einflussnahme auf das öffentliche Leben vor. Also erst und vor allem heißt das hier, es gibt außer der römisch-katholischen Kirche keine andere offizielle Kirche in dem Land. Ja? In dem Augenblick, wenn ein Land ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet, dann gibt es der römisch-katholischen Kirche das alleinige Recht, ihre Religion zu verbreiten. Das heißt nicht, dass andere Religionen nirgendwo gelehrt werden, aber das passiert mehr unter der Duldung der römisch-katholischen Kirche und unter der Kontrolle der römisch-katholischen Kirche, als dass da noch wirklich andere Dinge gelehrt werden würden. Insbesondere durch die Übertragung elementarer Teile des Bildungs- und Erziehungswesens sowie von Zensurbefugnissen in dogmatischen und moralischen Belangen. Was heißt denn das, Zensurbefugnisse in dogmatischen und moralischen Belangen? Das heißt Kontrolle der Presse. Und da geht eure sogenannte Pressefreiheit. Das heißt, ein Land, das sich einem Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche unterwirft, gibt automatisch diese Rechte ab. Und das sind genau die Rechte, von denen wir ja gerade eben noch hier gesprochen hatten, wo ich gesagt hatte, wir wissen ja noch, dass die Rechte, die die Väter erlangt haben, diese Fesseln werden den Kindern wieder angelegt, so hatte James Edwin Wiley das gesprochen. Und das ist genau das, was hier gesagt wird. Ja. Also, dass du jetzt das Beispiel hier von Spanien rausholst, aus den 1950er Jahren, also knapp 100 Jahre, nachdem das Buch von James Edwin Wiley geschrieben wurde, finde ich prima rausgezogen. Aber ich möchte ganz deutlich den Punkt machen, dass das, was hier drin steht, übertragbar ist auf alle Konkordate. Alle Länder, die ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche haben, haben das auf dieselbe Art und Weise. Die Kirche ist semper eadem, unveränderlich. Die unterzeichnet kein Konkordat, wo nicht ihre Dogmen drinstehen, wo nicht ihre Befehle drin ausgeführt werden. Ja? Die römisch-katholische Kirche gibt den Marschtakt vor. Und entweder marschierst du in ihrem Takt oder du marschierst überhaupt nicht. Aber Dankeschön, Alexander. War gut, dass du das mal rausgesucht hast. Ja, ich denke, es ist etwas zeitnah noch zum Fassen. Ja, wir sprechen ja natürlich hier davon, wie die Voraussichten und so weiter des Papsttums, die Entwicklung und die Voraussichten im 19. Jahrhundert waren. Aber die Entwicklung von dem, was damals in der
die Blüte, die damals getrieben wurde, lass uns mal sagen, geht ja dann erst viel später oftmals auf. Und hier war es zum Beispiel in Spanien halt Mitte des 20. Jahrhunderts. In Deutschland war es 20 Jahre davor, 1933. Im Augenblick gibt es, glaube ich, 179 Länder, die ein Konkordat mit dem Vatikan haben. Ne? Kann man auf concordatwatch.eu, glaube ich, heißt die Webseite, kann man das nachschauen. Hast du noch was? Nein, das wäre alles jetzt, ja. Okay, gut. Dankeschön, dass du das rausgesucht hast für uns, Alexander. Und hat sich da sonst noch jemand irgendwelche Gedanken gemacht zu der Lesung, gerade eben, die er noch am Ende mit uns teilen möchte? Ja, wenn ich den Kapitel jetzt so zugehört habe, musste ich nur dran denken, so viel zu Aberglauben und Wunder und alle Sachen, da gibt es tausende Sachen, die man machen kann, neben dem Rosenkranz beten und irgendwelchen anderen Sachen. Da, ist kein Wunder, dass die Nationen, die katholisch sind, da wirtschaftlich absacken. Die haben ja gar keine Zeit zum Arbeiten, die müssen sich da für andere Sachen die Zeit nehmen. So kann man das auch sehen, ja. Stimmt. Auch wenn heutzutage jetzt Technik in den Schulen gelehrt wird und eigentlich jeder in der Lage wäre, jetzt technischen Verständnis zu bekommen und anzuwenden. Aber ja, wenn dann man als katholisch ist, dann hat man was anderes zu tun. Rosenkranz beten, irgendwelche Prozessionen mitzuverfolgen, irgendwelche Busreisen zu unternehmen, also jetzt zu Lourdes und so weiter. Und, ja, Busreisen mit S und Busreisen mit SZ, ne? Busreisen, genau. Ne? Ja. Und der Garten verkümmert. Ja, stimmt. Gut, dann danke ich euch für eure letzten Beiträge nochmal und möchte abschließen, dass wir, obwohl wir dieses Buch lesen, mit viel Interesse verfolgen, was James Edgar Wiley uns hier zu sagen hat, dass wir immer noch daran denken sollten, alles immer an der Bibel zu messen. Und es ist immer ganz deutlich, dass da, wo der Katholizismus auftritt, da, wo der Katholizismus Macht hat, die Bibel in den Hintergrund gerückt wird. Und der Mensch muss sich entscheiden, folge ich dem Menschen oder folge ich meinem Gott im Himmel? Ich für meinen Teil habe meinen Entschluss getroffen, genau wie Joshua das auch sagt, in Kapitel 14 aus seinem Buch, in dem letzten Kapitel, wo er sagt, ich und mein Haus, wir haben uns entschlossen, unserem Gott zu folgen. Das tue ich auch. Und wenn man diesem Gott folgt, dann sollte man sein Wort kennen. Das hat er zu Ausdruck gebracht in diesem Buch. Das heißt die Heilige Schrift oder die Bibel, das Buch Gottes. Ne, Bib von Buch und El von Gott, Gottes Buch, ne, was anderes ist das nicht. Da steht nämlich genau der Charakter des Gottes, der uns geschaffen hat, beschrieben in. Und in dem muss ich mich lehren, weil dann tue ich genau das, was die Jesuiten mit ihrem Ratio Studiorum nicht wollen. Die wollen das Lernen gegen das Lernen verbreiten. Das heißt, das Bibelstudium gegen den Gnostizismus, gegen das Studium des Menschen. Und ich beschäftige mich lieber mit meinem Gott als mit dem Menschen. Diesen Rat möchte ich auch euch mitgeben, das auch in der Zukunft zu tun. Und deswegen neben solchen Büchern wie dem von James Edgar Wiley auch eure Bibel zu lesen. Und dann sehen wir uns zur 62. Lesung wieder, wenn in der Zwischenzeit, wie ich hoffe und bete für euch, Gott euch behütet, beschützt und segnet. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.